Okay, cool. Und warum bin ich hier? Keiner hat dich gerufen. Was soll das? Nein! Bitte, hey! Ich könnte Florina schenken. Darf sie dann bitte mich küssen? Sorry, aber ganz ehrlich, was soll denn das? Sie hat eine Panikattacke. Wirklich? Sehen Sie, was ist denn los? Sie sieht gar nicht gut aus. Oh mein Gott. Oh nein. Okay, ein bisschen viel. Zum Glück habe ich solche Fälle in meinen Lappen dabei. Aber was ist denn passiert? Ich habe sie im Schrank gefunden. Ich weiß nicht, wie lange sie dort schon war. Sie konnte mir auch nichts sagen. Hortense, weißt du, wer das gewesen sein könnte? Mhm. Okay, ruh dich aus. Ich kann auf jeden Fall heute Nacht bei uns schlafen. Ja? Sehr gut. Oh mein, ehrlich jetzt? Ich dachte, wir... Hi. Oh, hi. Hi. Raus. Aber das ist mein Raus. Zimmer. Raus. Fly, die Decke. Raus. Du bist nackt. Raus hier. Ruh dich aus, okay? Ich komme mal später vorbei. Es ist so unfassbar gemütlich. Es ist irgendwie alles so weich hier. Am Rücken ist so ein bisschen... Am Rücken könnte ich noch ein Kissen gebrauchen, ehrlich gesagt. Georg, am Rücken könnte ich noch ein Kissen gebrauchen. Manchmal frage ich mich, was du nicht für mich tun würdest. Das ist dein letztes Kissen? Nicht so frech, ja? Nicht so frech. Perfekt, echt. Ah. Jetzt die Tage, die goldene 1000, ne? Ja. Wir machen das zusammen, meine goldene 1000. 1000, das ist schon echt erstaunlich. Ich habe ja noch nicht mal mein erstes Mal gehabt. Du hattest noch nie Sex? Also ja, fast, aber es ist ja nicht so gut gelaufen. Da müssen wir eigentlich auch immer mal was dran ändern, ne? Mhm. Gut, ich geschlafen. Gute Nacht. Gute Nacht. Ey, Georg. Ja? Hol mir mal einen runter. Was? Das war ein Spaß, Alter. Okay. Hätte ich eh nicht gemacht. Was? Doch, natürlich hätte ich doch. Woke up like this. Morgen. Was machst du hier? Also ich erwarte kein Dankeschön. Ist für dich. Wie bist du überhaupt hier reingekommen? Durch die Tür, das sind Blumen. Riech mal daran. Kussmonster. Nee. Junge, verbiss dich hier, fass dich nicht an. Okay, die Blumen. Hallo! Ja, ich gehe ja schon. Das ist Lappen, Alter! Was ist das? Bis später! Junge, was ist mit dem los? Oh Mann, Cringe Timmy ist echt anders. Mittlerweile bereue ich sogar, dass ich so an Stanley rankommen wollte. Aber ich habe einfach richtig Bock auf ihn. Also Leute, ich werde mir Stanley schnappen. Sorry, Habibi. Yeah, I'm vibing with all we have. I'm feeling what we are now.
Einen Moment bitte. Ja. Moin. Sind Sie die Lehrerin? Ja, wer sind Sie und was machen Sie hier? Ich bin der Vater von Hortensia. Meine Tochter wurde bei Ihnen eingesperrt, auf Ihrer Klassenfahrt. Ja, das weiß ich, das tut mir leid. Wir sind auch dabei herauszufinden, was genau passiert ist. Das hätte nicht passieren dürfen. Ich würde mir schnell eine Hose anziehen und dann können wir... Machen Sie das, dann kann ich das mit den Kollegen persönlich klären. Ja. Können Sie vielleicht kurz... Danke. Was machst du? Ich mach grad Bilder von der Uhr. Nice. Du weißt doch eh schon davon. Was hältst du eigentlich von der Kein-Sex-vor-der-Ehe-Sache? Ich finde, das ist meine Sache. Ich find's total gut. Ich hätte lieber auch länger gewartet. Du hattest dein erstes Mal schon? Mit wem? Mit einem Promi und ich wurde dazu gedrängt. Ja, mit wem? Mit einem orangehaarigen Reaction-YouTuber. Unge? Naja, ist ja auch egal. Ich kann auf jeden Fall, denke ich mal, keine Beziehung mehr führen, deswegen. Okay. Wollen wir Tennis spielen? Ich hab Bock. Ja. Let's go. Hey, was geht da? Was geht denn? Lass uns machen. Ja. Was machst du da? Ich mach grad Bilder von der Uhr. Oh, das sieht voll gut aus, soll ich mal sehen? Dankeschön. Oh, machst du das schon länger? Ja. Sieht richtig professionell aus, wie von so einer Firma oder so Werbebilder. Ja, danke. Also sollst du das wirklich so länger mal ausprobieren? Stanley soll dich verpissen. Lorena soll meine Freundin werden. Wir sind schon so lange befreundet und ich glaube wirklich, dass sie mich mögen könnte. Ich hasse Stanley. Hallo. Ich hoffe, es ist okay, dass ich mich hier kurz... Ja, klar. Wie kommt's denn, dass du mich besuchst? Ich wollte nur nachschauen, wie es dir geht nach dem Vorfall, wo du ja eingesperrt wurdest. Du hast davon gehört? Ja, also so die Mitschüler haben es mir gesagt, okay. Ja. Ja, ich verstehe einfach nicht, warum mich in der Klasse niemand mag. Also ich kann doch nichts dafür, dass ich gute Noten schreibe oder eine Brille tragen muss. Ich verstehe das einfach nicht. Möchtest du vielleicht ein Kissen haben? Das sitzt da so ungemütlich. Kannst okay, ja. Kissen. Danke. So, ist doch besser. Dankeschön. Ich finde deine Brille übrigens sehr schön. Ja? Ja. Danke. So. Sag mal. Können wir jetzt? Ja, einen Moment noch bitte. Ich will meine Tochter sprechen. Ja. Und den Kerl, den will ich auch noch mal zur Rede stellen. Das verstehe ich, ja. Der Lippenstift, steht Ihnen gut? Ja? Ja. Finden Sie? Ja. Dann, danke. Wollen wir los? Ja. Eines steht auf jeden Fall fest. Die Lehrerin von Hortensia, das ist richtig klasse. Ab jetzt werde ich keinen Elternabend mehr verpassen. Aber jetzt muss ich erstmal meine Tochter sehen. Du wolltest wahrscheinlich nicht wirklich Tennis spielen, oder? Nee. Ich glaube,
beide wissen. Wir müssen reden. Ich denke die ganze Zeit zurück, wie es damals war. Weißt du? Ich meine, erinnerst du dich noch damals? Als wir bei dir daheim Sandkasten gespielt haben? Ich hab dir so einen Kuchen gemacht, so einen Sandkuchen. Hab ich dir gemacht. Mit so Schokoladenstreuseln. Der war lecker. Im Endeffekt war es dann Hundekot. Oder als ich dich meinen Eltern vorgestellt habe, schon mit 7. Ich meine, wir sind mittlerweile einfach 10 Jahre zusammen. Weißt du, Halloween 2009, Ray, Kylo. Sind es nicht Geschwister? Ach echt? Ja, aber ich habe tatsächlich auch schon drüber nachgedacht, ob ich nicht vielleicht irgendwas verpasse und irgendjemand anderes kennenlernen könnte. Wir waren ganz schön lange zusammen. Ja. Ich glaube auch nicht, dass wir so weitermachen können. Und vielleicht sollten wir erstmal. Ja, ich glaube auch. Erstmal getrennte Wege gehen. Willst du vielleicht reingehen? Weil ich will hier eigentlich Fotos machen. Ich finde es einfach so spannend und beim Pool hast du mir auch das alles gezeigt und irgendwie, vielleicht kann ich ein bisschen was lernen von dir. Aber eigentlich kann ich mich besser alleine konzentrieren. Ja? Ja. Ich dachte, wir haben jetzt zu zweit so unsere Zeit und du zeigst mir das so ein bisschen. Nee, alleine kann ich mich wirklich besser konzentrieren. Ey, ehrlich, ich kann dich nicht für dein Glück zwingen. Dann gehe ich halt rein, echt. Sorry. Hi, Lorena. Hallo. Na, ich habe ein Geschenk für dich. Was denn? Schau mal, eine Handyhülle. Cool. Schau mal, ich dachte, die Farbe passt zu dir. Eine wunderschöne Rhino Shield Hülle mit Schutzfolie. Möchtest du die haben? Nee, ich brauche eigentlich keine Handyhülle. Ich habe schon eine. Aber du weißt ja auch noch gar nicht, wie krass die ist. Ich meine, damit geht dein Handy nicht mehr kaputt. Soll ich mal demonstrieren? Ja, mach mal. Okay. Und... Hier, wie neu. Nichts passiert. Nicht kaputt? Nein, nein. Schau. Okay, kann ich sie vielleicht doch haben? Na klar. Cool, danke. Bekomme ich einen Kuss dafür? Ja, kannst du haben. Okay, ciao. Tschüss. Nein, bitte! Kennst du überhaupt sowas wie Autos oder kennst du hier nur die Esel? Ja. Ich stehe gerade kurz vor meinem goldenen 1000. Ich habe jetzt mit 998 Girls geschlafen. Ja, du übertreibst auch. Problemzone ist eigentlich mein Gluteus Maximus. Also das ist wirklich... Okay.